So, und damit willkommen zurück zu einer weiteren Folge Mist Survival. Kann auch direkt losgehen. Also Moment, ich gucke eine Sache noch nach. Oh, sieht gut aus, ne? Können wir so lassen. Sollte ich... Ach komm. So, schalt den Motor an, Willi. Auf geht's nach Sawmill. Erstmal hier Handbremse hinten rumfliegen. Ui, das war ein enges Höschen. Oder sollten wir vielleicht nochmal hier zur Tanke gehen? Komm, wir gehen mal hier zur Tanke, gucken, ob da noch irgendwas ist. Ach, ich drücke mal die falsche Taste vorm Aussteigen. Also die Autos hier, die hatte ich ja, glaube ich, alle soweit gelootet. Trotzdem nochmal rein. Da hängt, glaube ich, noch ein Schlauch. Nee, doch nicht. Ah, da wäre Benzin drin. Ich habe den Kanister nicht mitgenommen, aber wir haben auch relativ viel Benzin. Was liegt denn da? Und Apfel. Lecker. Das Geld liegt auf der Straße. Du musst dich nur bücken. So. Da ist auch nichts drin. So, und irgendjemand sagte mir, hey, wenn du das Handschuhfach durchsuchen willst, dann musst du dich auch reinsetzen in das Auto. Dann machen wir das mal. Ja, ich kann das Handschuhfach nicht durchsuchen. Ich kann auch nicht hinter die Sonnenblende gucken. Warum können das Leute in dem anderen Video? Warum kann ich das nicht? Erklärt's mir. Ich bin jetzt zu faul, den Kommentar rauszusuchen. Aber es geht nicht. Ich weiß nicht, wieso. Keine Ahnung. Es geht nicht. Ich habe es definitiv in einem anderen Video gesehen, aber... Da Open Hood. Nee, das ist die Motorhaube. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie die das machen. So, warte mal. Hier waren letztens Zombies. Die sind bestimmt nachgespawnt. Ich weiß nicht, ob die bei Sonnenschein auch hier draußen rumkrauchen. Aber ist noch keine da. Man weiß es nicht. So, hier geht auch nichts. Keine Ahnung. Den kann man nicht fahren. Doch, F, Enter. F, Enter. Hä? Hier geht's jetzt. Aha, hier geht's. Aha. Also man muss schon sehr genau wissen, bei welchem Auto das dann geht und bei welchem nicht. Interessant. Das ist das erste Mal, dass es funktioniert hat. So, ich habe doch gerade einen Zombie gehört, oder? Habe ich mich gerade verhört? Ja, da sind ein paar Kollegas drin. Ein paar nette Freunde. Der da hinten versucht bestimmt das Schloss zu knacken. Sieht so aus, als würde er versuchen, das Schloss zu knacken. Hier, Panzerknacker. Warum kann ich denn den jetzt nicht mit dem Messer? So, diese geht doch. Kartoffeln, Salz, Flaschen.
eine Platine, war bestimmt früher mal Servicetechniker bei einem großen Computerkonzern oder so. So, sonst schimmelt hier aber nichts rum. Wir hatten ja hier auch schon mal gelootet. Ich glaube nicht, dass hier noch irgendwie was liegt. Zum Beispiel den Vorschlag haben wir immer noch nicht gebaut. Ich Vollpfosten, ey. So, da ist nichts drin. Oh, auch nicht. Hier geht das jetzt auch. Okay. Na toll. Oh, Scrap Metal. Ah, hier ist das Händlerauto. Ein Rad, aber wir brauchen keine Räder mehr. Ich wüsste nicht, dass wir noch Räder brauchen. Okay. Und in die Tanke rein kommt man ja nicht, ne? Exakto. Ja. Du kommst hier nicht rein. Gerade gucken, wir sind, warte mal, wir sind jetzt hier, da oben ist ja noch dieser Turm, wollen wir noch da hochfahren? Ich glaube, wir sind schon mal hier hochgefahren, bin mir gerade nicht ganz sicher. Ich glaube, da ging es dann nicht weiter oder so. Ach nee, hier geht's zu Sawmill, ne? Hier geht's zur Sägemühle. Hier geht's zum Sägewerk, besser gesagt. Zur Sägemühle. Da geht's dann wieder mal runter. Wo kommen wir denn dann hin? Ach, dann kommen wir hier zu der. Nee. Schon. Kann mich ehrlich gesagt nicht dran erinnern. Ne, hier waren wir glaube ich noch nicht. Guck mal, was hier alles liegt. So, okay. Nichts drin. Na, dann schauen wir uns mal hier gemütlich um. Hier liegt irgendwie überall alles doppelt. Überall doppelter Loot hier. Irgendwie doppelt platziert oder so. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. So. Kann ich denn zum Beispiel mit meiner tollen Spitzhacke hier auf dem Grill rumdreschen? Nope. Oder Autobatterie. Zwei Autobatterien. Weil es doppelt ist. Keine Ahnung wieso. Ein ganz klein bisschen Platz haben wir noch. Da ist mal wieder ein Combat Knife. Ich nehme es gar nicht mit. Ich habe gar keinen Bock auf das scheiß Messer. Braucht man nicht. Thank you.
Okay. So, das scheint es jetzt hier draußen. Na toll. Das scheint es dann aber gewesen zu sein. Oh. Hat der da gepennt? Und ich bin eben an dem vorbeigerannt. Der Meister petzt da vorne. Oder ist er jetzt da eben gespawnt? Huch, ein Bär. Ich meine, ich will ja nichts sagen, ne? Aber den könnten wir doch jetzt, ich speichere mal gerade ab, den könnten wir doch jetzt schön eine verpassen. Oh, ui, 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 ui. Der Bärentöter. Der Bärentöter. Ja, sehr nice. Erstmal einen Screenshot machen. So. Wie spät haben wir? 9.44 Uhr. So. Combat Knife. Also. Erstmal Kopf. Best to use. So, warte mal. Best to use. 9-mal Fleisch. 2-mal das. 4 Stunden. Bitte lass es nicht neblig werden. So, und dann haben wir hier noch die Tatzen. Da kriegst du aber nichts raus. Animal Fett. Ja, wir haben welches zu Hause. Ich nehme das jetzt nicht mit. So, und dann haben wir hier einen schönen Schrank. Oder wir haben hier einen Koffer. Ja, der ist schon voll. Warte mal, wir machen mal das noch da rein. Unterer Koffer. Voll mit Fleisch. Sehr cool. So, das noch. Dann holen wir uns noch hier die Sachen. Und erstmal speichern. Das hat auch gut geklappt. Mit dem Bären. Ich dachte so, als ich den zweiten Schuss abgegeben habe, wenn er jetzt nicht liegt, dann lieg ich. Da dachte ich so, dann ist vorbei. Hier haben wir Feuerholz. Brauche ich jetzt auch nicht unbedingt. Salz. 2-mal. Klebeband. Klebeband. Da ist nichts. Da liegt noch ein olles Brett. Da ist noch ein Schrank. Eine Bandage. 2 Bandagen. Und ein bisschen Feuerzeug, Benzin. So, das heißt, wir sind jetzt vermutlich hier, ne? Hier war doch auch ein Banditencamp. Wollen wir da mal hinfahren? Ich glaube, das mache ich mal. So. Dann kann das auch da rein.
So, wir müssen sowieso was essen. Das machen wir mal eben. Wir hauen uns hier mal den Bauch voll. Und trinkt man noch was. So, uns geht's gut, ne? Nochmal safen. Wahrscheinlich schon ein Stück weiter, ne? Aber ich gehe mich trotzdem mal gerade hier umschauen. Mal gucken, ob hier irgendwie was rumliegt. Ob man noch mitnehmen könnte. Das sind auf jeden Fall Wölfe. Einmal Salz. Aber das war's dann auch schon. Sonst ist hier scheinbar nichts. Okay, da oben drauf liegt die Palette mit dem Messer, aber irgendwie kommt man ja auf das Auto nicht rauf. Geht ja einfach nicht, warum auch immer. Doch, da liegt noch einmal Stoff. Ja, ja. Alt Wölfchen. So. Nein. Da ist Stoff drin. Und wo waren die Salzstreuer? Wo sind die hingeschmissen? Da. Ich will nur mal kurz gucken. Buch. Das ist, glaube ich, so nicht normal. Ich kann dir nicht sagen, ob was hinter der Sonnenblende ist, weil die irgendwie völlig verdreht ist. So, wie kam ich denn? Wie kam ich denn zu dem anderen Banditenlager? Weiß das noch jemand? Halt! Da ist doch der Turm. Das war doch da. Bin ich jetzt gerade so gefahren? Hm. Oder war das da oben? Ne, das war da oben, ne? Hier irgendwo. Wir müssen zurück. Wir müssen zurück. Da oben ist diese komische Base. Was war das jetzt für eine Aktion? Da war irgendwie schwierig. Oh, pass mal auf, wir machen das einfach so. Wir sind ja gut. Wir sind ja hier die Offroad-Survivor.
Wer braucht schon Straße? Wenn es auch ohne geht. Alles voller Bären. Ist ja bärenstark hier. So, da oben ist die Radio Station. Da ist der Aussichtsturm. Kommen wir da irgendwie hoch? Ich glaube, wir sind mal hier außen rum. Soll noch einer sagen, ich könnte keinen Geländewagen bedienen. Das ist doch auch ein enges Ding, hä? Da ist aber noch ein Fluss im Weg. Na komm. Da kommen wir, glaube ich, nicht hoch. Fahren wir mal außen rum. Wird schon irgendwie gehen. Hier sieht doch gut aus. Lass mal hier durch die Hecke. So, da steht ein Auto. Und wenn da ein Auto steht, ist da auch eine Straße. Da, guck, da siehst du da. Perfekt. Ich mach noch gerade den Wendellin hier. Ach, die Straße geht da nach links. Okay. So. Sehr gut. Dann sind wir hier oben. Schöne Aussicht hier. Das da ist das Banditenlager. Da unten steht schon einer. Da steht auch da. Da steht der Weihnachtsmann, der mit der roten Mütze. So, wenn ich jetzt mal hier versuche. Tut sich da gar nichts. Und wenn wir mal hier auf so ein Dings hier kloppen. Tut sich da auch nichts. Also was mache ich mit der Spitzhacke? Was ist denn hier? Wer hat denn hier gepennt? Irgendeiner muss ja hier gewesen sein. Oder muss ja hier sein. Ich kann mir ja hier auf dem Teil rumkloppen. Vielleicht auch nicht.
16 Uhr. Wird irgendwie neblig, habe ich den Eindruck, ne? Wir sammeln ja auch nichts ein oder so irgendwie, ne? Gar nichts. Keine Ahnung. Die Spitzhacke muss doch irgendeine doofe Funktion haben. Ja. Also gestaltet ist das hier ganz nett, aber ich weiß nicht, ob ich da nochmal. Ich glaube, da kam man nicht hoch, ne? Sind wir hier mal gestorben? Hier schweben Sachen in der Luft. Das ist auch nichts. Also hier gibt es irgendwie nichts. Fahren wir mal da runter. So, hier waren wir schon mal gewesen. Hier waren wir auf jeden Fall auch schon mal. Gerade nochmal hier in Ruhe umschauen. Dann würde ich sagen, wir hauen uns da oben. Wir hauen uns da oben irgendwo hin und pennen da. Oh, Blumentöpfe. Big. Tür geht gar nicht zu, aber brauchen wir, glaube ich, hier oben auch nicht. Da liegt eine Landkarte. Was ist das da? Noch ein Combat Knife. Leere Flaschen, bisschen Scrap. Spinte kann man alle nicht öffnen. New Day Post. Noch ein paar Komponenten. Aber eine Matratze, auf der man nicht schlafen kann. Weil es eine Matratze ist, auf der man nicht schlafen kann. Was ein Mist. So, wir haben 16.33 Uhr. Wenn ich jetzt runtergehe zu den Banditen und die jetzt abknalle, das wird ein bisschen dauern und dann ist es dunkel. Dann können wir das nicht looten. Das ist ja irgendwie doof. Dann, ach guck mal, da hinten ist unser Karpfenteich. Sowieso jetzt auch noch neblig dazu geworden. Ich würde sagen, wir hauen uns hier hin und machen hier eine Runde Bubu. Und dann schlafen wir
13 Stunden. 13 Stunden, das ist echt lang. Halb sechs. Gut, jetzt können wir noch was essen. Und in der Zeit, wo wir essen, geht dann ja auch die Sonne schon auf. Wo ist denn Osten? Da, ne? Da müsste Osten sein. Ui. Schick. Sehr, sehr schick. Na, wenn das mal kein schönes Bild ist. Das ist doch mal echt ein schicker Screenshot. Wird man ja gar nicht mehr fertig mit Screenshots machen. So, hier gibt es nichts zu holen. Wir speichern mal hier ab. Und dann gehen wir mal da vorne zu den Kollegas. Ach so. Nein, ich hätte sollen vorher noch mein Inventar leer machen. Oder wir fahren noch ein Stück mit dem Auto da runter. Das können wir auch machen. Deckt das? Nein, es deckt nicht. Da ist nur Fleisch drin. So, aber das deckt noch. Das, das, das. Wo habe ich denn die leere Flasche hingeschmissen von eben? So, dann ist das wenigstens so zusammen. So, nochmal speichern. Vorne ist doch schon der erste Bandit. Da hinten ist der nächste. Da oben. Da oben auf der Leiter ist auch einer. Und der hat, glaube ich, ein Scharfschützengewehr. Der zielt auf jeden Fall so komisch. Der hat auf jeden Fall ein Gewehr. Eins, zwei, drei. Da oben ist auch noch einer, sind dann vier, ne? KI ist echt gut. Er sieht mich. Ach, ist bestimmt nur ein Wanderer. Ist bestimmt nur ein Wanderer. Der will hier mal vorbeigucken. Also es sind fünf Stück. Einer oben auf dem Turm und vier sind hier unten. Und zwei haben einen roten Pullover an. Banditen-Supertarnung. Der hat auch ein langes Gewehr in der Hand gehabt.
Oh, der mit seinem Gewehr kommt gerade hier runter. Der da hinten hat auch ein Gewehr. Ich weiß nicht, wie man die alle der Reihe nach irgendwie mit dem Messer platt machen soll. Der hat wahrscheinlich eine 9mm Pistole, aber der mit dem Gewehr, der kriegt jetzt erstmal hier eine Ladung Schrot verpasst. Die KI ist beeindruckend. Sie ist einfach beeindruckend schlecht. Das ist so schlecht, das ist noch nicht mal falsch. Und wie sieht der mich jetzt nicht mit seiner Knarre? Oben am Turm ist noch einer. Ui. Oh. Oh. Er schießt aber ganz schön gezielt, wa? Der hat eine Kaliber 50. Da oben, der Herr Kollege. Ja, genau. Alles klar. Alles klar. Okay. Ja, ja, ja. So, warte mal. Wir laden mal neu. Ich hoffe, das funktioniert jetzt. Wenn ich jetzt ins Menü gehe und neu lade. Weil ansonsten würde das Savegame ja gar keinen Sinn machen, ne? Kommen wir heute noch ins Menü? Aha. Load Game. 28 Days Later, sozusagen gerade. Also wir müssen zuerst hoch auf den Turm und die Kaliber 50 ausschalten, weil die hämmert uns einfach so weg. Jo, das sieht doch gut aus. Okay, versuchen wir das mal andersrum. Aber das machen wir dann in der nächsten Folge. Da versuchen wir das Banditencamp hier dann auseinanderzunehmen. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch fürs Zuschauen. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne ein Däumchen da. In diesem Sinne, bis morgen und tschüss.